Hallihallo, ihr Lieben. Ich ergreife jetzt gleich mal den Impuls. Mich hat ein Notruf, also beziehungsweise ja doch ein kleiner Notruf erreicht von einer Klientin von mir, die wegen Lichen und Heilung bei mir ist. Und wir waren oder sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Sie wird meine nächste Erfolgsinterviewfrau sein, die sich traut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und jedenfalls hat sie berichtet, dass sie beim Frauenarzt war, bei einer Gynäkologin, und geschockt und schockiert, wie unachtsam und, sie hat gesagt, schon fast gewalttätig, ohne es anzukündigen, sie ihr quasi dieses Untersuchungs-, wie heißt das, dieses Ding da aus kaltem Metall in die Joni geschoben hat, was ihr geschmerzt hat, was ihr wehgetan hat und was auch sofort eine Reaktion im Schoß ausgelöst hat. Und dieses Symptom, Lichen, ist ja ein Symptom der Haut. Und die Haut ist unsere Grenze. Und wenn im Außen Grenzüberschreitungen geschehen, dann sagt das vor allen Dingen etwas über uns aus, nämlich über uns und unser inneres Grenzbewusstsein. Also es muss schon hart und böse zugehen, wenn gesetzte Grenzen wirklich gewaltvoll überschritten werden. Ja, das ist jetzt hier nicht das Thema. Es geht um die Grenzen, deren wir uns nicht bewusst sind. Und dann werden sie von außen überschritten. Und dann haben wir hinterher gemerkt, dass wir eine Grenze haben. Also es geht darum, die Grenzen zu setzen. Ja, und jetzt erinnere ich mich, als ich das letzte Mal beim Gynäkologen war, ist schon sehr lange her. Das war ein Mann, den habe ich neu aufgesucht. Und er war auch sehr, sehr offen für die seelischen Hintergründe. ja, die seelischen Hintergründe dieses Symptoms. Und ich habe gesagt, ich habe sie neu erwählt als meinen Gynäkologen. Und ich sage Ihnen gleich, mein Körper ist mein Tempel und mein Schoß ist mein Heiligstes. Und ich möchte hier nicht als eine Patientennummer behandelt werden, sondern es ist als eine Frau. Und ich möchte mir hier Ihr Commitment abholen, für meine Bedingungen, weil danach entscheide ich, ob Sie zukünftig mein Gynäkologe sind oder nicht. Das habe ich echt so gesagt. Da saß ich da und habe dem das gesagt. Und meine Bedingungen waren, dass er in mir keine Nummer, sondern einen Mensch sieht und mich auch so behandelt, dass ich keine Routineuntersuchungen machen werde, wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist stimmig für mich. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Instrumente, oder ich habe gefragt, ob dieses Metallding da, ob das angewärmt ist, weil sich mein ganzer Schoß sonst zusammenzieht, wenn da so ein kaltes Ding da reinkommt. Da hat er gesagt, ja, hat mir das auch gleich gezeigt, wo die auf Körpertemperatur vorgewärmt sind. Und da habe ich gesagt, das Allerwichtigste ist, ich sage, wann Sie mit dem Teil oder mit was auch immer meinen Schoßraum betreten dürfen. Ja, ich bin nicht immer so. Das hätte ich mir früher nicht getraut. Also früher. Aber seitdem mich die Diagnose erwischt hat,
Und die ganzen Thematiken dahinter mir immer mehr bewusst geworden sind, war für mich klar, dass wenn da, und sei es die Instanz eines Arztes oder einer Ärztin, ja, das sind für mich keine Götter. Das sind für mich keine Götter in Weiß. Das sind Dienstleistungen, die ihr Bestes geben, hoffentlich. Und auch an ihre Grenzen kommen. Und ich habe nichts zu verlieren, außer dass der sagt, ja, wer sind Sie denn? Sind Sie doof oder was? Suchen Sie sich einen anderen. Ich bin doch nicht Ihr, was weiß ich. Ja, das hätte passieren können. Aber was vor allen Dingen hätte passieren können und was seitdem nie passiert ist, ist, dass Menschen mit meinem Körper umgehen, routinemäßig, ohne mich als Mensch mitzunehmen. Und da ich für mich selbst die Verantwortung trage und du auch für dich, ist es leicht, die Verantwortung nach draußen zu schieben und dann mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und es ist eine Herausforderung möglicherweise, in die hundertprozentige Selbstverantwortlichkeit zu gehen. Und das habe ich für mich gewählt, deswegen bin ich auch gesund. Und so habe ich mich hingesetzt vor diesen Gynäkologen und ganz klar dargebracht, was ich will und was nicht. Und er hat mich angelächelt, sich bedankt und mich gefragt, was wir denn heute untersuchen wollen. Ja. Das ist jetzt schon etliche Jahre her und ich teile das immer wieder in meiner Arbeit mit den Frauen, die zu mir kommen oder auch in den Frauenkreisen, in denen ich wirke. Und ich finde das sehr, 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 sehr wichtig, dass wir wirklich zu 100% die Verantwortung übernehmen für uns selbst, unsere Körper und unser Leben. Und was das dann im Detail bedeutet, das zeigt sich dann zum Beispiel in solchen alltäglichen Dingen. Und postwendend, ja, hat sie in ihrem superheilen Schoß eine Antwort bekommen, in dem der Schoß reagiert hat mit einer Rötung. Und das Schöne ist, dass sie jetzt diese Kombination machen kann und zukünftig darauf achtet, dass sowas nie wieder passiert, dann braucht auch ihr Schoß nicht mehr solche Signale senden. Möge das für dich und euch eine Inspiration sein und vielleicht bist du ja schon genauso unterwegs und da würde ich mich echt freuen, wenn du in den Kommentaren teilst, was du für positive Frauenarzt-Erfahrungen hast durch dein authentisch Sein und für dich in Verantwortung gehen. Habt's ganz fein, bis zum nächsten Mal.